Hi Philipp, wo stehen wir jetzt davor und was macht diesen Prototyp noch zum besonderen Fahrzeug? Ja, also wir stehen hier vor einem Temsa, von uns entworfenem Fahrzeug, von der Firma Temsa. Das kennt man vielleicht von Flixbus oder von anderen Reisebussen. Die sind ein Unternehmen mit 60.000 Angestellten, die produzieren Omnibusse mit einem eigenen Chassis. Und kaufen die Motoren dann quasi ein, kann man dann auch dann dementsprechend entscheiden, was für eine Motorisierung man hier möchte. Die kamen auf uns zu und wollten dann mit uns zusammen einen Innenausbau machen. Das haben wir dann in dem Zuge hier gemacht. Und hat hier in dem Fall jetzt einen Heckmotor und bedeutet dann seitliche Luken zum Einladen. Wie viel PS, wie viel Tonnen wiegt das? Der wiegt jetzt hier 11 Tonnen, ist 9,46 Meter lang, 2,40 Meter breit, 3,30 Meter hoch und hat 320 PS mit einem MAN-Motor. Damit kommt man vorwärts. Ja. So, jetzt gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein, okay. Du brauchst natürlich einen LKW-Führerschein, nehme ich mal. Ja, genau. Den alten 2er oder C1. Okay. Genau. Ja, was sehen wir hier? Was ist das Konzept quasi? Was will man erreichen mit dem Fahrzeug? Also, wir wollen hier möglichst ein Fahrzeug haben, wo man für 4 Personen einzeln schlafen oder zusammen, also hinten kann man noch ein Querbett machen, wenn man möchte, möglichst ein Reisefahrzeug haben, zum Beispiel für längere Reisen oder auch für kürzere Reisen, weil wir haben hier einen Radstand von 4,40 Meter circa. Also wie ein längerer Sprinter, hat den Vorteil, wir haben hier einen enorm guten Wendekreis, wir haben hier Vollluftfederung, wie vom Omnibus, wir haben hier nur eine Breite von 2,40 Meter, also sind nicht zu breit, wenn man mal beachtet. Und in der Regel ist es ja so, wenn man jetzt in Italien ist oder man ist egal wo, man sieht überall Reisebusse. Das war unser Projekt dann quasi auch. Man kann mit dem Reisebus eigentlich auch an die schönsten Orte hinfahren. Mit großen LKWs geht es dann nicht so. Mhm. Genau. Hier haben wir halt noch einen Vorteil. Das Fahrzeug wiegt so, wie es da steht, 11 Tonnen mit einer vollen Ausstattung. Hier haben wir 500 Liter Frischwasser, 500 Liter Grauwasser, 500 Liter Schwarzwasser. Wir haben hier Miele Spülmaschine, Miele Waschmaschine an Bord. Gehen wir mal geschwind hin. Und wir hätten hier theoretisch eine Zuladung bis 19 Tonnen. Okay. Hier sind halt alles Haushaltsgeräte. Echt, der richtig. Ja. So, machen wir hier auf. Hier ist die Waschmaschine. Genau. Dann machen wir hier. Also man kann auch andere Geräte haben, wenn man möchte. Kaffee. Genau, mit Auszug. Dass man auch schön überall rankommt. Ist auch wichtig. Und aber kann man auch variieren, wenn man sagt, man möchte kein Miele, man möchte Siemens, geht es natürlich auch. Daran legen wir uns jetzt nicht fest. Wir haben dann noch einen Stauraum, okay. Zum Beispiel oder für den Backofen. Okay. So was können wir da reinmachen. Okay. Genau. Aber wir haben bewusst jetzt einen Campingkühlschrank drin, könnte man natürlich auch einen Haushaltskühlschrank machen, um zu zeigen, dass man auch da variieren kann, natürlich. Mhm. Ja, Küche, Echtholz oder was? Ja, das ist hier alles Echtholz, also hier alles im Fahrzeug ist Echtholz, Echtholz von NIO. Wir haben das Fahrzeug das erste Mal ausgestellt für einen kurzen Zeitraum auf der Düsseldorfer Messe, aber dann haben wir das Fahrzeug wieder zurückgenommen und nochmal umgebaut, da haben wir hier die Sachen alles hier lackiert, dass wir ein bisschen mehr mit dem Design spielen konnten quasi. Hier haben wir noch einen Auszug, genau. So, da ist wieder der Fernseher quasi, den könnte man theoretisch so jetzt runterlassen. Ich will jetzt die Prospekte nicht runterschmeißen. Aber ich nehme sie weg. Ja, so, dann können wir den so runterlassen, dass man da wieder das Fenster dann hat. Okay. Genau. Und unten drunter haben wir was zu trinken. Genau, Weinregal und noch Stauraum. So, klappt das ein. Ja, wunderbar. Also, wir haben hier eine Echtlederinnenausstattung. Die dürfen wir leider nicht sagen, aber benutzen auch große Hersteller, sage ich jetzt mal, aus dem Luxussegment. Okay. Wenn man die Ziernähte anschaut, kann man es vielleicht erraten. Ist egal. Ja, wir haben hier 4 Sitze, Luftsitze, also wie vom Omnibus, was man kennt. Die sind auch zum Drehen, die 2 links und rechts von ihnen. Genau. Die sind zum Drehen, die kann man dann einfach drehen. Kann man hier drauf. Okay.
Und dann kann man sie frei zum Tisch drehen. Genau, zum Tisch drehen. Genau. Hier den Tisch kann man absenken und dann kann man hier noch ein Bett machen. Okay, schön. Genau. Ein Einzelbett. Genau, ein Einzelbett. Und hinter ihnen oben versteckt ist noch ein Notfallbett. Das ist leider noch zu klein. Das ist halt wegen dem Prototyp. Ah. Aber später soll es dann schon ein Meter. Ist das per Hand oder per Knopf? Das ist gerade noch manuell, aber das wollen wir dann auch elektrisch. Okay, alles klar. Genau, das haben wir jetzt in einem Jahr fertiggestellt, das Fahrzeug. Also das muss man halt immer beachten. Fährt der hier? Da ist jetzt hier ein Temsa-Chassis. Oh. Auch ein Temsa, der Hersteller. Mit über 60.000 Angestellten, ist weltweit vertreten. Wo kommt der denn her? Aus der Türkei. Aha. Dort kommt das Chassis her. Der Innenausbau wurde mit uns zusammen entwickelt und auch durchgeführt. Ja, ja, schön, genau. Hier. Gemütlich. Genau. Wir können mal noch hinten ins Badezimmer gehen, weil das ist ja auch separat. Also wird denn das Fahrzeug in der Türkei gefertigt oder in Kirchheim? Das Fahrzeug in der Türkei gefertigt zum größten Teil und dann kommt die Endabnahme hier bei uns in Kirchheim. Deutschland. Genau, in Kirchheim. So, und hier haben wir eine witzige Waschzelle. Genau, die ist jetzt hier halt einfach designstechnisch, haben wir die jetzt auf schnell so gemacht. Aber ich finde das witzig, sehr witzig. Ja. Spritzt da nicht so raus? Ja, es ist, ich sag jetzt mal, einfach gelöst. Gut. Hier haben wir noch eine Kassettentoilette, aber kommt natürlich Festtank rein. Okay. Dann, genau. So. Und die gute Schlafstube. Genau. Hier ist dann die Dusche. Kann man da Licht anmachen? Ja. Okay. So. Hier ist die Dusche, genau. Hier haben wir dann das Schlaf, also das Bett, sag ich jetzt mal, da können wir hier den Auszug machen für die zweite Matratze. Und dann hat man noch hier ein ganz breites Bett. Genau, 2,40 Meter auf 2 Meter. Und dann kann man das hier rüber schieben. Ich setze mal schön. Genau. Jetzt leichter. Darf ich mal gerne alleine gucken? Ja, gerne. Dann kannst du hier rangehen. So. Du. Wie breit ist das und wie lang und groß? 2 Meter auf 2,40 Meter. Innen ist das Bett 2,30 Meter breit. 30 mal 2? Ja. Das ist super. Ja. Hat man auf jeden Fall genug Platz. Breite, ne? Ja. Oben haben wir hier irgendwie was zum. Ah ja, hier hast du zum Aufladen. Genau, hinten an dem Kopfbereich natürlich auch. USB-Buchsen. Aha. Sind unten eingelassen. Hier haben wir dann noch einen großen Kleiderschrank. Und hier noch einmal aufmachen. Okay. Genau, dann haben wir hier oben noch zwei Fächer. Kleine, genau. Ja. Hat man halt nur auch übernommen, bevor es verschwendeter Platz ist. Ja, genau. Genau. Also dazu. Ja, das sieht doch schon sehr, sehr schön aus. Okay. Und dann, okay, hier haben wir jetzt noch einen Grill. Genau. Ein Grill, ein Backofen, auch vom Campingbereich, haben wir halt mit übernommen. Müssen sie einfach. Achso, okay. Genau. Eine Campingküche. Camping. Alles klar. Genau. Ja, sehr schön. Da kann man ganz schön lange durchgehen. Ja, bei 9,46 Meter auf jeden Fall. Ja, ein schön großes Raumgefühl. Ja, auf der Länge auf jeden Fall. Wir haben halt in der Breite haben wir halt nur 2,40 Meter, das muss man halt immer bedenken. Aber trotzdem kann man hier nebeneinander eigentlich schon gut durchlaufen, würde ich sagen. Und dann immer indirektes Licht sehe ich, das macht sich besonders gut. Genau, kann man auch die Farben wechseln, also das haben wir jetzt nur auf Gelb, dass es ein bisschen so gedimmt ist, dass es nicht so grell ist. So, haben wir noch ganz normale Küchenauszüge. Achso, das war die Spüle. Genau, hier haben wir noch. Haben wir das Olivenöl, genau. Da haben wir hier Schubladen. Schön. Okay, dafür kommt das Besteck und so noch rein. Ah, hier. Genau. Hast du das Besteck, alles klar. Haben wir hier eine besondere Koch? Was ist Gaskocher oder was? Das ist jetzt ein Gaskocher, genau. Kann man auch Induktion haben. Oder auch kann man einen Abzug? Nee, Abzug kann man hier nicht gerade nehmen, aber könnte man auch machen. Genau. Also hier draußen haben wir noch zum Befüllen Diesel und AdBlue. Mhm.
und zwei große Garagen. Die sind relativ groß, da ist noch vom Reinigen noch. Da geht eine Menge rein. Genau. Also, wie hat der Zuladung? Also, Sie können den ablasten auf 12 Tonnen, das macht Sinn, zwecks dem Fahrverbot. Aber Sie könnten hier theoretisch von 11 Tonnen bis 19 Tonnen alles vollladen. Oh. Also, Sie hätten dann hier 7 Tonnen ohne Probleme, 7, 8 Tonnen ohne Probleme Zuladung. Okay. Muss man halt wollen. Hier haben wir genau nochmal einen Stauraum. Okay. Einen Fahrradträger haben wir schon entworfen, dass man den mit einem Auszug macht oder einen Motorroller bis 300 Kilo beladen können, dass es dann so quasi trapezförmig schräg. Ist der dann seitlich dran? Oder? Nee, der wird ja dann hier quasi zum Ein- und Ausziehen, wie, okay. wie eine Schublade, kannst du dir vorstellen. Okay. Genau. Okay. Und da war noch etwas mit dem Wechselrichter? Genau, Wechselrichter haben wir hier zwei Victron Multiplus 3000. Also wir haben hier quasi 6 kW Leistung drin. Wir haben hier Solar mit 5x 230 Watt, also autark kann man hier auf jeden Fall. Was ist für eine Außenhaut? Wir haben hier eine Außenhaut aus Aluminium, mhm. isoliert, 50 mm Wandstärke, also ideal eigentlich, genau. Wir sind jetzt dran, noch eine alte Warmwasserheizung im nächsten zu machen, das ist ja wichtig. Und ja. Ja, ein großes Fahrzeug. Wie ist preislich das vorgesehen? Also so wie er jetzt dasteht, als Prototyp würde der ca. 500.000 Euro sein. Okay, so, also geht. Die anderen sind, machen da erheblich mehr. Ja, sehr genau. Schön. Sehr, very nice.